Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Legenden Arceus. Im letzten Part haben wir Axanthor besänftigen können und wir haben die Flöte bekommen. Wir können jetzt auf Dammhirtier reiten. Das kann man einfach per Plus herbeirufen. Und komme ich eigentlich mit hoch? Es kann springen, es kann rennen. Oh, ich komme hoch. Da ist ein Baum am Wackeln, da ist wahrscheinlich wieder ein Bumi drin. Und wir sind quasi ein Stück weitergekommen. Jetzt müssen wir natürlich unsere Fortschritte Bericht erstatten. Achso, oh Moment, ich habe natürlich was falsch gemacht. Ich wollte eben kurz den Stuff hier runterholen. Wir müssen wieder zurückreiten und Bericht erstatten und zur nächsten Quest vorgehen. Ja, auf B können wir auch rennen. Hey, das solltest du mitnehmen. Okay, Staravia will uns angreifen. Wir müssen wieder zurück. Ich bin gerade mal was am Schauen. Oder können wir auch so zurück? Ich muss mal eben schauen, ob das geht. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber wir können eigentlich auch... Ne, Marker setzen. Ne, wir können nur Marker setzen. Okay, wir können jetzt scheinbar doch nicht zurück. Wir müssen nach Demboko hin. Das heißt, wir müssen... Können wir denn nicht auch einfach nach dahin zurück, zur Anhöhenbasis? Das ist ja quasi wie... Hä? Wieso kann ich den Marker da nicht setzen? So, jetzt. Genau, jetzt sehen wir auch, wo wir lang müssen. Er wird es natürlich auf geraden Weg dahin schicken. Da kommen wir natürlich nicht hoch. Müssen wir mal kurz gucken, aber hier sollten wir doch hochlaufen können. Ein bisschen mal springen. Ja, hier ist der Stuff, den wir auch brauchen für normale Pokébälle herstellen. Ich glaube auch generell für Superbälle und so braucht man das. Ich kann es zwar nicht so weit sagen, wie gesagt, ich bin im Spiel noch nicht so weit. Die andere vielleicht schon fortgeschritten und ich habe mir auch nichts anderes angeguckt. Also ich spiele immer noch blind, um einfach die Überraschung aufzuhalten, was es so gibt, passieren kann. Ich meine, hier oben war doch eine Basis, oder nicht? Hä? Hier ist doch eine Basis. Wieso kann ich denn hier nicht hin? Das ist doch Laven. Ah, wie ich sehe, hast du ein Pokémon gefangen. Bitte bestatte einen Bericht darüber. Ach ja, ich habe ein Paras gefangen, genau. Das habe ich im letzten Part auch noch gemacht. Ein Paras habe ich gefangen. Dann gibt noch mal ein paar Coins. Du scheinst mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Faszinierend. Ich werde dein Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Ja gut, wir haben ein paar Attacken eingesetzt und so. Deswegen haben wir da ein paar Punkte für gekriegt. Aber noch keine großartigen Fortschritte gemacht. Hatten wir auch im letzten Part nicht vor. Impressive. Du hast also wirklich tatsächlich Axanthor, den König des Waldes, besänftigt. Kehre ins Dorf zurück und erstatte Demboku Bericht. Gut. Das war jetzt quasi unser Ziel. Oh, da ist er wieder, der fliegende Händler. Dieses Licht, den gen Himmel verschwunden ist. Du hast den König also besänftigt. Ah. Oh, wie ich sehe, was hast du denn da? Kann das wirklich sein? Das ist ja die Tafel. Dürfte ich mal näher ansehen? Oh klar, hier. Schau mal. Kannst in deinem Sortiment aufnehmen. Für 1 Million Poké-Dollar verkaufe ich sie dir. Da auf die Worte eingeritzt. Dort, wo das Universum geboren wurde, steht auch seine Wiege. Das scheint ein Teil der Legende zu sein. Woher hast du das her? Verrate ich dir nicht. Scheiße, habe ich doch verraten. So, eine Tafel also von Dammhirtier bekommen. Als würde sie befunden. Und die andere von Axanthor, nachdem du es besänftigt hattest? Aha, sehr interessant. Das bringt mein Blut in Wallung. Ich vermute, dass weitere Tafeln ganz Hisui verstreut sind. Wenn sie alle finden und das Rätsel ihrer Inschriften lösen, können uns womöglich einer großen Entdeckung führen. Ach, nichts weckt meine Neugierde mehr als die Mythen und Rätsel der Vergangenheit. Das zeigt der wahre Reiz des Lebens. Aber wie dem auch sei, die Pflicht ruft. Bis dann. Also irgendwie ist er schon so ein bisschen nicht nur ein Händler. Er will immer ziemlich viel wissen. Dass wir auch immer alles so preisgeben, finde ich eigentlich auch nicht so cool.
So, dann werden wir mal Bericht erstatten, damit die Aufgabe auch komplett abgeschlossen ist. Der Boku war mal oben. Dann werden wir mal zwei Etagen höher gehen. Hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass dieses Rage erfallene Xantor besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Obwohl das bloß ein Fremder bist, der vom Himmel gefallen ist, hast du der Galaktik-Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du gewisses Maß an Respekt verdient, allerdings ist das noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch noch andere Gebieten Hisuis Könige und Königin in Rage geraten. Deshalb musst du weiterhin Pokémon erforschen und dich in Jubeldorf nützlich machen. Doch genug geredet. Die anderen Mitglieder des Forschungstrupps sind wohl schon in der heißen Kost. Du solltest ihn dort anschließen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zur heißen Kost. Ein bisschen futtern. Tut auch mal wieder ganz gut. Eine Runde futtern. Bestimmt wieder Kartoffelmochi. Okay, Black Screen. Wir sind direkt wieder da. Ich nehme wieder üblicherweise Kartoffelmochi. Mobeshi. Drei Portionen und keine weniger. Wenn du sonst noch was Leckeres in der Küche zusammenzauberst, bring es gleich mit. Deine Eskapaden sind hier wohl aller Munde. Du kannst von Glück reden, dass der Kampf gegen Xantor unversehrt überstanden hast. Unsinn. Fantin wie Chris war gut vorbereitet. Außerdem bin ich sicher, dass er während des Kampfes immer gut auf Xantors Bewegung geachtet hat. Naja, wir haben es versucht, ne? Aber es war nicht so einfach. Danke, Fantin wie Chris. Kann ich dem Forschungstrupp jetzt viel sicherer an deiner Arbeit nachgehen. Falls du noch nicht sicher fühlen willst, solltest du das Item deiner Anleitung herstellen. Mobeshi hat es dir übergessen. Rauchkugeln. Die Anleitung herstellt Rauchkugeln. Was bringt denn Rauchkugeln? Wir müssen nicht mehr befürchten, dass Xantor angegriffen werden. Jetzt können wir alle Ruhe die Pokémon erforschen, die im Obsidian-Grasland leben. Okay, was passiert hier? Sidequest. Fanti wie Chris. Ich habe auf dich gewartet, Fanti wie Chris. Mein Name ist Jula. Möchte ich dir noch was ganz Wichtiges sagen? Kannst du kurz mitkommen? Ja, müssen wir ja wohl. Bleib bitte unter uns, ja? Das Unheil geht in Hisui rum. 100 Jahre ist es her, da wurde ein gewisser Unruhestifter vor Missetaten versiegelt. Aus irgendeinem Grund ist der mysteriöse Siegel nun gebrochen worden. Wir müssen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, Fanti wie Chris, setze das zerbrochene Siegel wieder in Stand. Woher weißt du überhaupt meinen Namen? Was muss ich tun? Oh, ich danke dir. Du glaubst mir nicht, wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Hä? Ich gebe dir zunächst einmal einen Spirit-Kern. Hier, pass gut auf ihn auf. Ach so, müssen wir jetzt Geister einfangen? Du hältst einen Spirit-Kern. Ghostbusters. Nee. Mit einem rätselhaften Stein kann man violette leuchtende Geisterlichter einsammeln. Okay, wir müssen Geisterlichter einsammeln. Du ehemals versiegelten Geisterlichter sind über ganz Hisui verstreut. Ach so. In übrigens 107 an der Zahl und mit dem Spirit-Kern lassen sich alle wieder einsammeln. Okay, das ist so eine Suchquest. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber wenn du mit dem Spirit-Kern dabei hast, kannst du sie sehen. Das heißt, man muss auch an die Orte gehen, wo man schon war. Ich weiß, damit ist viel verlangt, aber bitte versuche sie alle einzusammeln. Irgendwo in der Nähe sollte der Geisterlicht sein, damit kannst du doch anfangen. Ja, hier im Ort können natürlich auch welche sein. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Ja, das müssen wir jetzt machen, damit man sieht, wie das funktioniert. Und immer wenn wir unterwegs sind und sehen, dass wir irgendwo ein Geisterlicht einsammeln können, dann können wir es ja mitnehmen. Und nachher mal schauen, wie viele noch fehlen. Dann kann man ja die letzten fehlenden noch einsammeln. Ja, oder wir lassen alle liegen. Ne, ich sammle die, die ich mitnehmen kann, schon ein. Hast du gesehen, was vom Spiritkin eingesogen wurde? Es scheint, dass diese Aufgaben der richtigen Person anvertraut habe. Wenn du wissen möchtest, was als nächstes suchen soll, frag mich einfach. Oh, als kleines Dankeschön für deine Mühen werde ich dir eine tolle Belohnung geben. Ich warte hier auf dich, Fantivikus. Ja, was kriegt man denn für eine Belohnung? Wäre mal schön zu wissen. Ist aber auch schon fast eine Hauptquest. Am nächsten Tag.
kurz nochmal mal durchdehnen. Nochmal die Bizeps checken. Wow, der Friseurladen der Galaktik-Inspektion ist echt schick. Hey, du da, bist du Fantifikris, richtig? Du warst doch der herumwütende König des Waldes, Axanthor, der beruhigt hat. Genau, der bin ich. Die Berühmtheit. Ah ja, du hast richtig bemüht. Musst du wissen, einige haben sogar Angst vor dir. Schließlich hast du furchtlos einem Pokémon entgegengestellt, mit dem ehrwürdigen Sinnoh nahestehen. Joa, ich bin ein krasser Typ, ne? Ach, ich heiße übrigens Hinatsu. Hinatsu, okay. Ich bin eine Wächterin des Diamantclans und leidenschaftliche Friseurin. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, moin. Jetzt musst du mich leider entschuldigen. Ich bin mit dem Boku verabredet. Bis dann. Hauptmission. Hinatsu in der Zwickmühle. Okay, das scheint unsere nächste Hauptmission zu sein. Oh, was haben denn die Händler hier Schönes? Große Auswahl an seltenen Waren. Keine Ahnung, nichts Besonderes. Und du? Pokéball-Set. Also ein Set, es sind ja mal mehrere eigentlich. Wir kaufen es einfach mal, um zu sehen, was das ist. Jetzt ernsthaft, ich habe 30 Pokébälle gekriegt. Ach nö, come on. Ich dachte, Sets sind verschiedene und nicht... Okay, was haben wir für eine Anleitung gerade bekommen? Rauchkugel. Wirf sie auf den Boden, du wirst ein rauchähnliches, feines Pulver verstreut, das die Sicht einschränkt und Pokémon daran hindert, dich zu bemerken. Okay, zum Anschleichen ist das gut. Ein Rundblatt und eine Rauchknolle. Naja, gut. Der hat auch noch eine Nebenmission, glaube ich, hier. Die werden wir auch nochmal anlabern. Moin, Meister. Du siehst wirklich aus, der Freude am Basteln hat. Kannst du mich um etwas bitten? Hättest du Zeit, dich an meiner ganz besonderen Anleitung zu versuchen? Sie liegt sehr am Herzen und würde mir ungeheim freuen, wenn sie jemand ausprobieren würde. Okay, dann schieß mal los. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier hast du die Anleitung. Pokémon Kokeschieß. 3 Holz. Habe ich die in die Box gelegt oder habe ich die noch? Ein Holz habe ich hier. Okay, ich guck mal eben in der Box. Ich meine, wir haben welche. Dann könnte man die Mission ja direkt abschließen. Aber in der Zwischenzeit reden wir nochmal mit dem. Hey Meister. Sei gegrüßt, werter Kunde. Dir wäre es noch sicher genehm, wenn ich neue Ware in der Verfügung hätte, nicht wahr? Auf jeden Fall. Wusste ich's doch. Es ist nur so, dass Tuhuya mir seine Ware einfach nicht in großen Mengen verkaufen will. Was ich auch immer sage, was bisher geholfen hat, würdest du zwischen uns vermitteln? Nimm 3 Ehren Mutter Reis als Geschenk mit. Dann ist sie hoffentlich wohl Willen zeigen. Ich verlasse mich auf dich. Frag nach neuen Waren. Okay. Da können wir gleich den Wegweiser aktivieren. Ich gucke jetzt erst wegen dem... Okay. Im Ort können wir nicht reiten oder irgendwas Besonderes machen. Ich guck mal, ob ich Holz habe. Ne, ich habe noch gar nichts drin. Okay. Die Frage ist, wollen wir Holz suchen gehen? Wobei, man kann ja auch jetzt die Nebenmission eben anklicken. Missionsziele. Nebenmission. Wo war es denn jetzt? Steine erwecken, Geisterlichter, Nachfragen nach neuen Waren. Bringt Huawei hat mit Kommando. Mutterreis, 0 von 3. Achso, die können wir auch noch nicht machen. Das heißt, wir müssen Mutterreis sammeln und Holz. Wir gehen einfach mal hier, brechen einfach mal auf. Ins... wir gehen mal... ja. An die Basis. Na, glaube ich jetzt die Grundbasis, ne? Aber ist ja auch egal. Wir gehen einfach mal hier weiter, machen ein paar Pokédex-Missionen in diesem Part. Ein paar Nebenmissionen werden wir abschließen.
um einfach ja, weiterzukommen. Materialien noch ein bisschen sammeln. Das hätten wir gefangen. Oh, daneben geworfen. Naja, passiert auch manchmal, dass man nicht trifft. Naja, okay, dann geh weg. Aber nerv mich nicht. Ein Scheinuchs, da muss man sich heranschleichen. Weil die ja sonst direkt angreifen. Das wollen wir jetzt ja gerade nicht. Okay, das packt jetzt nicht. Warum auch immer. Ich hab's eigentlich getroffen. Ja, wo könnten wir Holz finden? Müssen wir dann gut weiterlaufen? I don't know. Zehn gefangen. Dieser wird auf jeden Fall schon besser. Da haben wir schon mehr erreicht. Das Bammelin machen wir noch eben tot. Jetzt kommen wir mit unseren Pokédex-Einträgen ja auch niemals vorwärts. Kraftmove sollte tot sein. Gibt zwar nicht viele Erfahrungspunkte, aber ist jetzt erstmal egal. Bammelin ist besiegt. Drei besiegt. Oh, ja, ich wollte das eigentlich gar nicht werfen. Ich habe mich verdrückt. Bin hinten auf die Taste gekommen. Ja, wo könnte man Holz finden? Humpel noch mitnehmen. Oh, da ist noch ein Ponita. Moment, das ist natürlich jetzt gerade falsch. Ja, irgendwo war ja auch ein Galoppa. Da müssen wir aufpassen. Das war ein bisschen stark. Das war, glaube ich, noch hier so ein Elite-Pokémon. Da müssen wir uns ja nicht unbedingt mit anlegen jetzt. Aber wir können jetzt ja abhauen, wir können ja jetzt reiten. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das drücken. Okay, das Ponita haben wir schon weg. Okay. Dann nicht. Oh, da ist ein Evoli. Wollen wir haben. Yes, Evoli gefangen. Wie man sie entwickeln kann, weiß ich gerade nicht. Müsste man sich schlau machen. Wäre natürlich auch vielleicht was Interessantes fürs Team. Eventuell. So ein Glaciola und Obsidiana. Nachtara ist auch noch nice. Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall sind ein paar Fit Lauchstangen. Oh, jetzt habe ich gekämpft. Oder bin auf den Kampf gegangen. Ich wollte eigentlich fangen eben, aber naja gut, ist ja auch nicht so wild. Kraft sollte eben tot sein. Okay, wir müssen wahrscheinlich zu der anderen Basis, um diese Dinge zu kriegen, um Holz zu kriegen. Ja gut, jetzt sag mal, von diesen Stangen haben wir erstmal was. Gehen wir über die Brücke, da ging es ja hinten weiter. Da ist nochmal so ein Fitlauch oder wie das heißt. Nehmen wir alles mit. Schade, dass man nicht vom Reiten aus da runterwerfen kann.
Kahlknospe für Beleber nehmen wir auch mit. Kann wichtig sein. Oder wichtig werden. Da ist ein Holz. Okay, ein Holz brauchen wir noch. Wir suchen Holz. Holzi, Holzi, Holz. Oh ja, mal eben so ein Bojolin hier. Als Elite-Pokémon. Und es hat uns gefasst. Wir müssen ein Stück weitergehen. Die Kokos mitnehmen. Und ein bisschen Banalin. Ja, es können, ich habe auch gehört, Shiny sind ja jetzt in der Overworld zu sehen. Und es können auch Elite-Pokémon Shiny sein. Und das ist natürlich richtig krass. Also das sind natürlich wahrscheinlich jetzt die gesuchtesten Pokémon überhaupt, weil die ja größer und stärker sind. Sind sie natürlich noch reizvoller für die ganzen Shiny-Jäger, Shiny-Hunters, die zu bekommen. Vielleicht werden wir diesen Let's Play ja auch noch random Shiny finden, oder wir werden vielleicht mal nach einem Shiny Ausschau halten und gucken, wie das funktioniert. Damit ich euch das mal zeigen kann. Okay, hier ist die andere Basis. Wir gehen einfach mal hier oben weiter. Holz scheint selten zu sein. Ich weiß es nicht. Ich kann auch irgendwas kaufen, aber will ich gerade irgendwie nicht. Will man hier so Blumen und Ätherkraut und wie das alle heißt. Das gibt es hier genug. Fittlauch. Aber ist ja wichtig für Tränke. Und wie gesagt, das ist wichtig für Pokébälle herstellen, deswegen nehmen wir das auch ab und zu mal mit. Amiplex. Gucken wir, dass wir beide mitkriegen. Okay, der haut ab. Aber verlorenes Item. Von Fumio. Was auch immer das zu bedeuten hat. Vielleicht sucht einer noch sein Item wieder und wir haben es gerade gefunden, zufällig. Und da sind noch mehr Plexes? Keine Ahnung, wie da die Mehrzahl ist. Oh, der war weit vorbei geworden. Okay, das haben wir nicht gefangen. Vielleicht ja das andere jetzt. Ja, das haben wir gefangen. Ich meine, es ist ja auch nicht so wild, wenn man nicht jedes immer fängt, aber wenn man nachher bessere Bälle hat, dann ist das Fangen auch einfacher. Dann würde sich das auch lohnen, eventuell zu Shiny handeln. Aber man muss ja die Dex-Anträge, jetzt haben wir 3 von 3 gefangen. Jetzt haben wir schon wieder ein Ziel mehr erreicht. Wir sind jetzt eine Etappe weitergekommen, sage ich jetzt einfach mal. Was auch noch nicht so besonders viel ist. Ich bin immer noch in der Suche, ob es hier irgendwas Besonderes gibt. Ab und zu spawnen ja auch besondere Pokémon. Jetzt dachte ich mal, Dummyplex wäre eins, aber es gibt es ja scheinbar hier doch recht oft. Und bevor die wegrennen, dauert es halt auch mal eine Zeit, also ist das gar nicht mal so schwierig. Ja, wir reiten weiter. Nehmen uns das Kraut noch mit. Warum gucken, waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Oder ich habe die Items nicht mitgenommen hier. Ja, auf jeden Fall sind wir mit unserer Forschung ein bisschen weiter. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall die Hauptstory weitermachen. Ich sehe mich hier nochmal so ein bisschen um. Ich werde aber auch nichts wegschneiden. Hier ist noch ein bisschen Item-Stuff. Okay, das war Dribi. Die möchten gerne fliehen. Okay, oh, es greift uns an. Oh, ey, das ist toxisch. Okay, wir gehen weg. Dass er noch weiter angreift. Das Gift macht uns gerade zu schaffen. Boah, ich kann nicht reiten. Was ist das? Oh, da ist noch eine Elite. Scheiße, wir müssen weg hier.
Oh, Moterpel. Das versuchen wir auch nochmal zu fangen. Oh, Level 23. Das ist schon recht hoch gelevelt. Machen wir einen Kraftwindstoß. Sollte es überleben. Perfekt. Ich habe kurz unten auch immer Vitalknospe und ich glaube, das Fitlauch braucht man für Beleber herstellen. 8 Stück haben wir noch im Beutel, sind noch ganz gut aufgestellt, aber man kann nie genug haben. Gerade wenn man später so Routen hat und nicht mal zurückrennen will wegen Heilen und das Team nicht so hochgelevelt ist, dann ist natürlich besser. Er wird wütend, seine Stats werden erhöht. Ist natürlich nicht schön. Konfusion mit uns killen. Man kann jederzeit, wenn einer stirbt, wieder flüchten und wegrennen, aber wir wollen es ja fangen, deswegen werde ich jetzt nochmal Bediza opfern und einsetzen und nochmal einen Ball werfen. In der Hoffnung, dass es jetzt drin bleibt. Noch ist es ja recht easy, welche zu fangen oder auch nicht. Und es boostet sich nochmal, Angriff und Verteidigung geboostet. Da rechts neben dem Namen steht immer, was geboostet ist. Das ist ganz schön. So, jetzt bleibt drin, bitte. Okay, es lässt sich einfach nicht fangen. Und ist schon wieder geboostet. Ja, bevor es unser ganzes Team tötet, werde ich aus dem Kampf fliehen. Dann werde ich es vielleicht mal irgendwie so fangen. Das war bestimmt auch nicht das letzte, was wir hier gesehen haben. Da hinten ist noch eins. Vielleicht können wir uns ja auch ranschleichen. Ach, come on, was sehen die uns immer direkt? Und wir werden schon wieder angegriffen. Ich hau ihn lieber ab. Ah, die sehen uns ja direkt instant. Reiten wir so laut? Naja gut, wie immer auch sei, ich werde mal eben hier aus diesem Gebiet hier fliehen. Bevor wir noch drauf gehen. Hier sind noch mal Kleinsteine. Kleinsteins. Wow, da ist ein Georock. Können wir mal versuchen, das Georock so zu fangen. Oh, es hat uns gesehen. Oh, und es greift uns an. Okay. Wow, da kommt noch ein Ballerina her. Ihr seid doch geisteskrank, Jungs. Schutzblume, wieso können wir diese Schutzblume nicht nehmen? Beutel ist voll, achso. Ja, hier kommt man wahrscheinlich mit Stärke oder so durch. Oder wenn wir mit Tempo dagegen rennen. Ne, das funktioniert nicht. Naja, gut. Da brauchen wir vielleicht ein anderes Reittier für. Oh, das sind Carpadore. Ja gut, an dieser Stelle werde ich den Part mal beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Pokémon Legenden Arceus. Und hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.